Willkommen bei Adäquat. Meine Deutsch ist nicht so gut wie Ihnen, aber wir werden unser Bestes machen. Diesen Tag werde ich was sagen über den Staketenzaun. Unser Staketenzaun ist gemacht von Edelkastanien und wir haben die französische Staketenzaun. Wir haben die verschiedenen Höhe, Anfang 50 Höhe bis 2 Meter Höhe. Die 50 Höhe wird am meisten gebraucht für Blumen oder Pflanzen hinzusetzen. Die Höhe von 80, 1 Meter oder 1,20 wird am meisten verkauft und sehr viel gebraucht für Kinder im Garten zu lassen oder für Tiere. Aber die Höhe ist natürlich von den Tieren abhängig, weil ein Hund kann ganz einfach über 1 Meter, 1,20 oder 1,50 kommen, aber 1,75, ich hoffe nicht. Für Kinder wird am meisten 1,20 oder 1 Meter gebraucht mit einem Latabstand von 4 cm. Die 4 cm wird gebraucht, weil man die Kinder dann nicht mit dem Fuß einfach den Fuß auf dem Draht setzen könne und dann den Zaun aus einem Treppchen zu brauchen. Die 1,20 und 1 Meter wird auch sehr viel gebraucht für die Hühner. Dann gehen wir nach dem Lattenabstand. Wir sagen Lattenabstand, aber was gemessen wird, ist Anfangdraht bis Endedraht. So, das ist nicht genau die Lattenabstand, aber die Abstand von Draht, von Wickelung. Was ich damit sagen wollen, ist, wenn Sie die Lattenabstand von 10 cm haben, dann ist das nicht genau 10 cm, dann ist das von Anfang bis Ende Wickelung ist das 10 cm. So, wenn Sie einen Hund hat, ein kleines Hund und der Kopf ist 8 cm oder was anderes, dann war da am besten, um dann nicht 8 cm zu nehmen, aber ein kleineres Maß, um sicher zu sein, dass dem Tier dahinter bleibt. Das sind die verschiedenen Lattenabstände und die verschiedenen Lattenabstände haben wir auf jeder Höhe. Wir verkaufen auch die Tore. Die Tore, die am meisten verkauft werden bei den Zaun, sind die Staketenzauntor und den Rahmentor. Der Unterschied zwischen den zwei ist, dass der Staketenzauntor gemacht wird von den halbrunden Latten und die Staketenzauntor, das ist eine Rahmentor, das ist eine Rahme, wo sie selbst den Zaun gegeneinander festschraubt. Ja, wir haben hier zwei Toren stehen und die Farbe, die ist unterschiedlich. Das heißt, dieses Tor ist neu und dieses ist ein bisschen alter. Aber beide Tore werden über einige Zeit die gleiche Farbe und natürlich grau werden. Das ist gleich wie den Zaun, alles wird die gleiche Farbe. Diese Tore machen wir selbst in unserer Werkstatt und wir können das nach jedes Maß machen. Was Sie wünschen, wir machen es. Wir arbeiten den Zaunkonfigurator, ganz einfach. Sie geben ein, wie viele Meter Sie brauchen, dann welche Höhe Zaun und dann welche Lattenabstand Sie brauchen und dann geben Sie ein, welche Pfosten Sie nötig haben. Wir haben zwei verschiedene Pfosten, ich meine zwei verschiedene Holz. Wir haben das Robinienholz und wir haben das Kastanien. Und das Robinienholz hält lange wie den Kastanien, aber der Kastanien ist mehr gerade wie die Robinien. Weiter geben Sie ein, wie viele Eckpunkte und wie viele Engpunkte Ihr Projekt haben. Und dann berechnet unser System genau, wie viel Meter Zaun und wie viele Pfosten Sie nötig haben. Dann weiter geben Sie an, welche Tore Sie wollen und dann bekommst du eine Gesamtsumme. Wenn Sie darüber noch Fragen haben, rufen Sie uns ganz einfach an und wir helfen Sie gerne. Vielen Dank. Tschüss.